Ground and Pound auf der Merseburger Fight Night Nummer 6. Ich stehe jetzt hier mit Max Baumert und seinem Trainer Andy Scharnberg von Team Golden Glory Berlin. Hallo Max, hallo Andy. Max, schilder uns ganz kurz mal deinen soeben bestrittenen Kampf gegen Alex Vogel. Ja, es war ein guter Kampf. Ich glaube, auch gut fürs Publikum. Hat wahrscheinlich Spaß gemacht zu gucken. Aber ich habe es mir ein bisschen schwer gemacht vielleicht mit dem Gegner. Ein bisschen zu verkrampft an die Sache rangegangen. Ja, hätte ich vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber ansonsten war's. Bin ich ja zufrieden erstmal, dass sie gewonnen haben. Ja, du konntest ganz klar nach Punkten 3-0 gewinnen. Sag mal, wie sah deine Vorbereitung auf diesen Kampf auf? Also der Alex Vogel ist ja nun kein Unbekannter im Kampfsport. Wie hast du dich vorbereitet? Ja, ich habe mich gut vorbereitet. Wir haben gut trainiert, auch auf ihn ein bisschen trainiert. Ja, war eine gute Vorbereitung. Wenn wir mal schauen, du bist seit, ich glaube, September 2012 Profi. Ja, hast genau, vor einem Jahr habe ich auf der Fight Night hier meinen ersten Profikampf gemacht. Genau, du hast seitdem auch eine fast blitzblanke Bilanz von 6 Siegen. Aber ein kleines Manko gibt es, und das war der letzte Kampf. Das war eine Niederlage, ein K.O. gegen Mohamed Elmir. Hat dich das bei der Vorbereitung irgendwie beeinflusst oder hast du da etwas anderes jetzt gemacht? Natürlich habe ich mich selbst ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich wollte auch jedem zeigen mit diesem Kampf, dass wenn ich einmal verliere, dass ich dann 10-mal stärker wiederkomme und mich gut vorbereite. Und ich glaube, das ist mir auch einigermaßen gelungen mit diesem Kampf. Aber vielleicht habe ich mir zu viel Druck gemacht durch die Niederlage. Ein bisschen zu verkrampft an die Sache rangegangen. Also es hat dich im Kopf schon noch beschäftigt? Ja, ein bisschen schon. Okay, vielleicht an den Trainer, Andi. Ich habe dir das K.O. angesprochen. Hast du etwas verändert jetzt bei der Vorbereitung von Max? Hast du dort an der Taktik, hast du ein bisschen was umgestellt? Musstest du vielleicht im Training etwas verändern? Nein, also am Training haben wir gar nichts verändert. Natürlich immer von Vorbereitung zu Vorbereitung sieht man natürlich im Kampf immer, was man noch besser machen kann. Sache war ja die bei dem Kampf gegen Mohamed Elmir, dass bis zum K.O. war das ja ein gut gefühlter Kampf von Max. Ja? Also da war gar nichts dran zu rütteln. Und dann kam der High-Kick und K.O. Das gehört aber in der Klasse, kann das passieren. Das gehört auch dazu zum Kämpfen. Ein guter Kämpfer steckt sowas auch weg und kommt, wie Max schon sagt, 10-mal stärker zurück. Und ja, aber Vorbereitung ist immer so, dass wir uns immer zusammensetzen, Anfang der Vorbereitung für den Plan und uns unterhalten, was war gut, ja, was können wir besser machen. Das bauen wir dann auch ins Training mit ein. Und wir dürfen ja nicht vergessen, der Junge ist 21 und der ist jetzt, der hat jetzt, in den letzten 2 Jahren hat er einen Kampf verloren. Ja, das war jetzt hier gegen den Elmir. Und da ist so viel Potenzial jetzt nach oben für ihn. Und das dürfen wir jetzt ausschöpfen und natürlich auch, ja, schlau rangehen an die ganze Geschichte, ne? Nicht zu verzagt, ne? Wenn wir da mal zurückschauen, seit der Unterzeichnung des Vertrages bei Golden Glory, da hast du ja im Jahr 2012, glaube ich, jeden Monat einen Kampf gehabt. Ja, das war September bis Dezember durch. Dann kam die Winterpause und dann ging es im April gleich mit 2 Kämpfen weiter. Und dann kam am, ich glaube, 1.6. war dann dieser Kampf gegen Mohamed Elmir. Jetzt habt ihr euch ein bisschen mehr Zeit gelassen, ein bisschen, ich glaube, 4 Monate ist das jetzt her. War das geschuldet aufgrund dieser Niederlage oder war das Zufall? Nee, ich sollte gegen Baka Barakat kämpfen, vor einem Monat. Aber ich hatte leider einen Muskelfaserriss im Arm, konnte deswegen nicht kämpfen. Hatte danach ein bisschen Pause gemacht, jetzt wieder angefangen mit Training. Sonst hätte ich ja auch 2 Kämpfe gemacht dann. Also das Programm war jetzt nicht irgendwie zu voll gepackt und dass ihr jetzt da so ein bisschen die Bremse reingehauen habt oder was in der Vorbereitung? Ja, also das ist ja so gewesen, das ist, war B-Klasse, das ist der Amateur. Und im Amateurbereich darf man kämpfen, um Erfahrung zu sammeln. Wir haben uns vor 2 Jahren haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, pass auf Max, das Programm ziehen wir jetzt durch.
wir haben ein Ziel, wir müssen einen Vertrag bei Glory bekommen, dann müssen wir es anpacken und müssen loslegen und kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das haben wir getan und natürlich im Profibereich kämpfst du nicht mehr jeden Monat. Da hast du eine ordentliche Vorbereitung, ja, da hast du dann eine Spanne von 6, 7 bis 8 Wochen, da bereitest du dich auf den Cup vor und dann kannst du nicht mehr jeden Monat kämpfen, das geht nicht. Ne? Und außerdem im professionellen Bereich, im A-Klasse-Bereich sind noch ganz andere Leute unterwegs. Ja, das ist nicht einfach mal in den Ring hüpfen und dann mal loslegen, sondern da darf schon ordentlich trainiert werden für und alles dafür gegeben werden, dass man topfit im Ring ist. Ne? Anni, du bist ja nicht nur Trainer von Max, sondern eben du machst auch das Management. Inwieweit hat das so eine Niederlage dann eines Kämpfers Einfluss auf den weiteren Verlauf? Wie viel, ganz plump gefragt, wie viele Niederlagen darf sich ein Kämpfer erlauben? Wie viele Niederlagen darf sich ein Kämpfer erlauben? Ich sag mal, im Kickbox-Bereich ist es natürlich... Wenn man die guten Jungs anguckt, die, ich sag mal, die Top 10 der Welt oder ich sag mal, die Top 6 der Welt, da sind alles Leute dabei, die ihre schon Kämpfe verloren haben, weißt du, ich meine, und da kann man nicht sagen, jetzt 2, 3 wie beim Boxen und so. Ich finde, das ist immer ein bisschen so Show, weißt du, weil das ist das, was die Jungs da drinnen machen, ist Sport und im Sport kann das auch nochmal passieren, dass man da auch mal einen Heike kriegt und mal umfällt, weißt du, ich meine, oder mal, ne, das ist halt Sport, das kann man nicht vorhersehen. Wie viele Kämpfe kann man, ja, das ist, bei Max ist es so, das ist alles in guten Bahnen und diese Niederlage war für ihn jetzt auch vom Kopf her nochmal, hat er sich auch nochmal gesteigert, auch im Training nochmal, für sich auch hat er noch, sich ganz andere Ziele nochmal gesteckt, was ich gut finde. Aber er ist da auch positiv rangegangen und wir sind im Team auch so, dass wir mit so Knockouts, wir machen uns da ein bisschen mehr lustig drüber und so, wir lachen auch und so, machen da jetzt keine schlechten Gefühle, dass der Kämpfer sich dann auch noch beschissen fühlt oder so. Nein, ach komm, Spaß beiseite, los geht's, Training, nächster Kampf, fertig. Weißt du, brauchen wir nicht rumeiern. Ne? Okay, also schauen wir nach vorne. Max, wie sieht es in der Zukunft bei dir aus? Ja, ich kämpfe jetzt, nächster Kampf ist in Magdeburg beim 8-Mann-Turnier. Und ich habe auch gerade erfahren, dass Mohamed Emir auch teilnehmen wird. Und das ist natürlich für mich sehr interessant, also sehr gut, dass ich gegen ihn meine Niederlage wieder gut machen kann. Also ich freue mich auf diesen Kampf. In einem Monat in Magdeburg. Da freuen wir uns, denke ich, alle drauf. Anni, wie geht es mit ihm weiter, auch über dieses Turnier hinaus? Angesehen war, dass er dieses Jahr nochmal bei Glory kämpft. Wir haben aber hier mit meinem Chor, mit unserem Management, unserem großen Management, haben wir nochmal uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir lassen Max jetzt nochmal 3, 4 Kämpfe machen. Und dann sollte das im Januar sein, aber im Februar haben wir die Golden Glory Gala. Da haben wir gesagt, okay, pass auf, dann machen wir das wahrscheinlich im März, dass wir beim März dann wieder bei Glory antritt. Gegner steht bis dahin schon auf dem Zettel. Dazu dann später was, ja. Ist noch nicht spruchreif. Aber auf jeden Fall im März. Also Februar, März, Februar Golden Glory Gala und März dann wieder Glory. Ja? Okay. Max, ich ganze Ground and Pound Team wünsche dir natürlich viel Erfolg. War ein wirklich sehr ansehnlicher Kampf heute. Möchtest du noch jemanden grüßen? Die letzten Worte gehören dir. Ja, natürlich möchte ich zuerst meinen Trainer danken für die Vorbereitung. Dann meinen Trainingspartnern für das gute Training, für die Zusammenarbeit, für das Team. Und natürlich allen, die hierher gekommen sind, um meinen Kampf anzugucken. Dem möchte ich auch Danke sagen. Anni, ist da noch was dem zuzufügen? Ja, natürlich. Da hat Max hier, FSA, seinen Ernährungsberater, der mit ihm da fleißig jeden Tag immer arbeitet und immer an seinem Gewicht schrubbt und macht und tut, damit er topfit in den Ring steigt. Super Arbeit von Ihnen. Vielen Dank auch nochmal von mir aus und ja, freuen uns auf weitere Zusammenarbeit. Danke. Ich bedanke mich für das Interview. Alles Gute. Dankeschön.